Herzlich willkommen bei Naturtrend. Die sanitären Durchlaufzeiten haben sich in den letzten Jahren drastisch verändert. Während die Herren der Schöpfung früher noch locker eine Fußballhalbzeit mitnehmen konnten, bevor die Liebste endlich im Bad fertig zum Ausgehen war, gibt es bei der typischen männlichen und weiblichen Verweildauer in der Nasszelle heute kaum noch Unterschiede. Männer auf dem Beauty-Trip, von der Gesichtsmaske bis zur Pediküre. Wir haben zwei bislang pflegeleichten Exemplaren einmal demonstriert, den einfachen Mann zum gepflegten Mann macht. Raus aus den alten Klamotten, rein ins Business Dress. Die beiden Studenten Andreas und Michael machen Studio. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Na, kommt doch bitte rein. In zwei Monaten beginnt für die beiden Versorgungstechniker der Ernst des Lebens. Dann haben sie ihr Studium abgeschlossen und müssen im Beruf ihren Mann stehen. Und das mit dem richtigen Outfit. Ja, also wir werden als erstes mit euch den Farbtest machen, wo man herausfindet, welcher Farbtyp ihr seid. Dann baut darauf auf eine Frisurberatung, eine Brillenberatung, eine kosmetische Beratung und dann zum Schluss die Umsetzung der Kleidung und die Brille passend zum Typ. So, wir vergleichen jetzt die vier Jahreszeiten miteinander. Was wichtig ist, dass du jetzt nicht auf die Farbe schaust, sondern aufs Gesicht und die Wirkung der Farbe zum Gesicht beobachtest. Die Menschen werden von den Farbberatern in vier Kategorien nach den Jahreszeiten unterteilt. Ausschlaggebend sind die Haar-, Augen- und Hautfarbe. Der überwiegende Teil der Menschheit ist, wie Michael und Andreas, ein Wintertyp. Also wichtig ist, dass das Gesicht durch die Farbe mehr Klarheit, mehr Ausdruck bekommt und dass die Gesamtheit wirkt und nicht die Farbe dominant wirkt oder die Farbe dem Gesicht was wegnimmt. Als erstes geht's an die Augenbrauen. Wichtig ist, dass Mund und Brauen eine Linie bilden. Bei Andreas sind diese zu lang. Er muss Haare lassen. Das ist jetzt ein bisschen ein ungewohntes Gefühl. Also normal hat man das nicht so. Ich habe es mir jetzt eigentlich schlimmer vorgestellt, dass mehr zwickt oder mehr zieht, aber es ist zum Aushalten. Zur gleichen Zeit geht's Michaels Füßen an den Kragen. Auch bei Männern kommt es auf die Details an, so wie bei den Wimpern. Die Kosmetikerin rührt dafür die Farbe an. Das soll die Wirkung der Augen verstärken. Als Farben eignen sich hier vor allem Schwarz und Blauschwarz. Wie viel bist du bereit, von deinen Haaren zu opfern? Also die Länge soll so sein, wie es ist. Ich mag halt, dass es ein bisschen fülliger ausschaut, lockerer, so nicht so hinklatscht und gleich wieder fettig dann. Lange Haare, auch ein Trend dieses Sommers, ebenso wie der Drei-Tage-Bart. Wichtig jedoch bei der Typberatung, nicht jede Mode passt auf jeden Typ. Im Beauty-Style-Studio soll das Optimale aus jedem Typ herausgeholt werden. Die Frisur muss beispielsweise die Idealgesichtsform, das Oval, optisch betonen. Vorsichtig mit Trendfrisuren, weil ich bin der Meinung, die Trendfrisuren passen nicht zu jedem Typ. Und ich versuche einfach typgerecht jemand eine Frisur zu schneiden oder auf den Kopf zu setzen. Und das gestalte ich dann ein bisschen trendig. Auch für Michael heißt das Haare wachsen lassen. Unterdessen hat er sich Andreas mit einer Gesichtsmaske bei der Kosmetikerin bequem gemacht. Die Packung weicht die Haut auf. Bereitet die Haut vor aufs Ausreinigen, die Poren öffnen sich und lassen sich mit weniger Druck Schmerz öffnen. Etwas schmerzhafter des Rückens. Mit Heißwachs und klebendem Papier rückt Daniela Bayer den hässlichen Härchen zu Leibe. Bereits seit 5 Jahren ist Adam Küchler Stammgast in Andrea Reintels Studio. Seitdem er die Farbberatung gemacht hat, fühlt er sich wie ein ganz neuer Mensch. Mein Leben hat sich auf jeden Fall in der Hinsicht geändert, dass ich mir einfach sicherer geworden bin, dass ich auf jeden Fall nicht jetzt so wie früher irgendwie nur schwarz oder grau kaufe, weil ich mir sicher bin, dass es halt zu allem passt, sondern jetzt traue ich mich einfach auch was weiß ich, rosa zu kaufen oder rot. Der Mythos, dass Schminken allein Frauensache ist, gehört schon lange der Vergangenheit an. Die Typberaterin rückt Andreas mit Lidstrich und Abdeckfarbe zu Leibe. Und für den optimalen Gesichtsausdruck sorgt die passende Brille. Wie ist es dir denn so ergangen, wenn du dir jetzt eine Brille gekauft hast? Ja, das war immer schon relativ schwer, sich da auf irgendeine Form oder was zu einigen. Das ist immer eine Riesenauswahl und nie so wirklich, was man dann nehmen soll. Mit der neuen Brille ist Michael plötzlich ein ganz anderer Typ geworden. Sein markantes Gesicht sollte nicht durch eine zu auffällige Brille betont werden. Deshalb ist das rahmenlose Gestell perfekt. Bei der Kleiderwahl haben Michael und Andreas bisher eher eine schlechte Figur gemacht.
Andrea Reindl weiß genau, was zu den beiden passt. Und die sind sichtlich begeistert. Sowohl im Freizeit- als auch im Geschäftsoutfit wirken die beiden Studenten wie verwandelt. Auch hier gilt, nicht jede Mode passt zu jedem Typen. Wichtig ist, dass die Kleidung die Persönlichkeit betont. Michael und Andreas sind sich sicher, mit diesem Look brechen sie nicht nur die Herzen der Frauen, sondern überzeugen auch den Personalchef. Also im Vergleich zu heute Mittag schaue ich doch wesentlich anders aus. Das ist halt das, so wie ich es gewohnt bin, das normale Outfit. Das ist jetzt momentan noch ein bisschen ungewohnt, aber über kurz oder lang, sage ich, wird man mich so nicht mehr oft sehen. Also das mit dem Schminken und das mit dem Wimpernzupfen, das habe ich mir so gedacht, naja. Aber es hat insgesamt wirklich einen guten Effekt gebracht, also ist nicht schlecht gewesen. Gepflegt, gestylt und rausgeputzt. Für Andreas und Michael ein ganz neues Gefühl. Aber eines, an das man sich wirklich schnell gewöhnen kann.